Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zum 10. Dezember und zu unserer Überraschung. Heute ist ein Sonntag und da können wir ruhig etwas Besonderes machen. Also bleibt dran. Ich öffne jetzt gleich hier hinter euch das 10. Türchen. Dieses 10. Türchen gilt erstmal nur für den Server hier, den Nice City Server, aber auch für alle anderen kann das interessant sein, denn heute kommt ein Feature hinzu und vielleicht interessiert euch dieses Feature und wie man da dran kommt. Also bleibt dran, denn wir legen los nach dem Intro. So, ich drücke mal drauf und was passiert hier? Wir bekommen einen neuen Gegenstand. Diese Spitzhacke ist bestens geeignet, um die neue Farmwelt zu erkunden. Du findest den Zugang im Keller des Präsidentenpalastes. Oh, wir haben also bekommen Farmers Freund. Ja, das ist diese Spitzhacke. Effizienz 5, Haltbarkeit 6. Das ist das Spezielle daran. Glück 3 und Reparatur. Also sehr effizient und hält lange, damit wir schön farmen können. Und ich würde sagen, wir gehen mal runter in den Keller hier vom Präsidentenpalast und schauen mal, wie wir in die Farmwelt kommen. Und wenn wir nun die Treppe hinuntergehen, sehen wir links schon, da geht irgendwie ein neues Portal. Und hier ist ein Schild und ich mache Rechtsklick, Teleport zur Farmwelt. Und es braucht ein bisschen und ich komme hier in der Farmwelt an. Das ist natürlich eine gefährliche Gegend. Ja, es ist genau eine Oberwelt und hier ist so ein Heißluftballon, so als wäre man hier gelandet. Und hier, diese Schilder sind alle Teleporter zurück in die Oberwelt. Wir probieren es einmal aus und da sind wir wieder in der Oberwelt und wieder zurück. Und wenn wir das hier so ein bisschen erkunden, die Gegend, das können wir vielleicht auch ein bisschen auf der Map machen, dann sehen wir, das ist eine ganz normale Landschaft, eine Oberwelt. Und wenn das nicht so ein altes Ding ist, auf einer alten Map läuft wie Nice City, die ist ja schon ein bisschen älter, die ist in einer anderen Version entstanden, sondern in der aktuellen Version, dann kopiert dieses Data Pack, was ich hier benutze, die Oberwelt. Das heißt, ihr habt einmal die Oberwelt und dann habt ihr zugleich einmal die Kopie der Oberwelt als Farmwelt. Und das ist doch ziemlich cool. Und ja, das Data Pack, ich blende mal kurz ein, von wem es kommt. Aber das Data Pack ist auch in der Videobeschreibung. Und hier könnt ihr nach Herzenslust farmen und alles kaputt farmen. Und diese Welt wird dann regelmäßig gekillt und neu gemacht. Und ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse und wir sehen uns morgen beim Adventskalender. Macht's gut und kommt nach Nice City. Bis bald. Ciao, Leute.